In diesem Video geht es um die Berechnung der Geschwindigkeit eines Autos. Betrachten wir mal ein Auto. Dieses steht genau vor einem schwarz-gelben Streifen. Die schwarzen und gelben Streifen sind jeweils einen Meter lang. Mithilfe einer Stoppuhr, die Sekunden misst, messen wir, wie lange das Auto jeweils für die einzelnen Strecken benötigt. Das Auto benötigt für den ersten Meter genau eine Sekunde. Jetzt haben wir die zurückgelegte Strecke und die dafür benötigte Zeit. Mit folgender Rechnung kann man die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos für den ersten Meter berechnen. Die Geschwindigkeit wird in der Physik in der Regel mit dem Buchstaben V abgekürzt. Diese lässt sich berechnen, indem man die zurückgelegte Strecke S durch die benötigte Zeit T teilt. Die Länge der Strecke kann man allgemein berechnen, indem man den Punkt x0 vom Punkt x1 abzieht. In unserem Fall 10 Meter minus 0 Meter. Die benötigte Zeit lässt sich allgemein bestimmen, indem man die Zeit t0 von der Zeit t1 abzieht. In unserem Fall 1 Sekunde minus 0 Sekunden. Das ergibt eine Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde. Wenn man eine Geschwindigkeit, die in Meter pro Sekunde angegeben ist, in Kilometer pro Stunde umrechnen möchte, muss man den Wert einfach mal 3,6 multiplizieren. Dann erhält man in unserem Fall 36 Kilometer pro Stunde. Setzen wir die Fahrt des Autos fort. Für den zweiten Streckenabschnitt benötigt es wieder eine Sekunde. In der Rechnung müssen wir nun die neuen Werte für diesen Streckenabschnitt einsetzen. Die Strecke ergibt sich nun allgemein aus x2 minus x1 und die benötigte Zeit allgemein aus t2 minus t1. Dasselbe machen wir nun noch für die zwei weiteren Streckenabschnitte.